Der HSV war zwar Herbstmeister der Saison 86-87, aber die Bayern kehrten vom Trainingslager im sonnenüberfluteten Bahrain in den deutschen Winter zurück wie nach einer Frischzellenkur und legten eine prächtige zweite Saisonhälfte hin. Wohlfahrt 1:0 in Dortmund. Roland Wohlfahrt markierte auch das 2:0 gegen die Borussia. Die Fans in Dortmund lebten gefährlich. Lars Lunde hätte das Spiel schon frühzeitig entscheiden können. Erster Versuch, der zweite, kein Tor. So kam Dortmund doch noch zum glücklichen Unentschieden. Norbert Dickel zum ersten. 2:1. Und Norbert Dickel zum zweiten. Der Ex-Kölner schoss auch das 2:2. Der 2:1-Sieg beim VfL Bochum brachte die Meisterschaft für die Bayern, die nur ein einziges Spiel daheim gegen Leverkusen verloren. Beim VfL siegten sie 2:1 trotz des Führungstreffers von Leifeld. Andi Brehme im ersten Bayernjahr gleich deutscher Meister, 1:1. Den Meisterschuss aber setzte Lothar Matthäus drauf. Hier 2:1, wieder deutscher Meister. Der 1:0-Sieg gegen Schalke 04 rundete den Titel ab. Norbert Nachtwey besorgte das Tor des Tages. Wieder war die Konkurrenz düpiert, wieder konnten die Bayern jubeln. Trotzdem hielt sich der Jubel diesmal in Grenzen. Zu traurig hatte die Münchner die Niederlage gegen den FC Porto im Europapokal-Viertelfinale von Wien gestimmt. Dieser Titel war mehr ein Trostpflaster. Auch der halbe Striptease von Udo Lattek konnte die Bayern nicht heiter stimmen.